Hallo und herzlich willkommen bei den Gamesheld News. Mein Name ist Felix Rick und ich freue mich, euch mal wieder die Nachrichten bringen zu dürfen. Heute mit Pokémon, da gab es eine kleine Nintendo Direct oder eher gesagt Pokémon Direct, wo es erste Infos zum neuen Spiel der Hauptserie für die Switch gab. Außerdem Overkill's The Walking Dead, da gab es ja sehr viel Hackmeck in letzter Zeit. Jetzt gibt es eine klare Ansage, ob das Ganze noch für die Konsole kommt und sogar vielleicht vom PC komplett verschwindet. Außerdem Mortal Kombat 11, da wurde jetzt Johnny Cage mit einem Trailer vorgestellt und dann gibt es noch ein bisschen was Spekulatius-Technisches. Und zwar, welche Spiele für Xbox Live Gold kommen werden im März, da könnte eine taiwanesische Website etwas verraten haben. Heute gab es mal ein paar konkretere Infos zu Pokémon, und zwar Pokémon für die Switch. Da weiß man jetzt, wie das Ganze heißen wird. Zum einen Pokémon Schwert und zum anderen Pokémon Schild. Das ist quasi, oder das sind die neuen Spiele in der Hauptserie. Die neue Region heißt Galar und es wird 3 Starter-Pokémons geben. Hoplo, Memeon und Chimpep. Das Ganze soll dann Ende 2019 erscheinen. Wie gesagt, heute kam die Ankündigung dazu. Und passend dazu, es kam gestern auch noch ein neuer Trailer zu Detective Pikachu raus. Overkill's The Walking Dead. Da gab es ja einen Hackmeck in letzter Zeit, ne? Da wurde gesagt, hier ist hier irgendwie Konsolenversion, wird wohl eingestellt. Dann meinte der Publisher, nein, wird nicht eingestellt. Nun, heute hat der Entwickler selbst bekannt gegeben, die Konsolenversion wird eingestellt, die wird nicht mehr kommen, aber es kommt noch ein bisschen dicker. Auch die PC-Version von Overkill's The Walking Dead soll wohl auch bald von Steam verschwinden, wird man dann nicht mehr kaufen können, also wirklich ein finanzielles Desaster sondergleichen. Man versucht aber noch Staffel 2 fertig zu machen für das Ding und dann rauszuhauen, aber man kann damit rechnen, dass das Ding bald komplett vom Markt verschwunden ist. Mortal Kombat 11, da wurde jetzt mal wieder ein neuer Kämpfer vorgestellt, wobei es kein komplett neuer ist. Es ist Johnny Cage, den kennt man ja quasi schon seit Anbeginn. Da gibt es jetzt einen Trailer zu, der ist so 2,5 Minuten lang. Und da sieht man auch, dass Johnny Cage ein bisschen anders aussieht. Er ist so ein bisschen gereift. Man sieht natürlich in dem Trailer viel seiner Special Moves, wie zum Beispiel, dass sein Stunt-Double mit reinkommt und ihm dann auch mal hilft. Er versprüht natürlich immer auch noch den Hollywood-Charme. Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Auf der taiwanesischen Xbox Facebook-Webseite wurde jetzt ein Bild gepostet, das darauf schließen lässt, welche Spiele für Games with Gold-Mitglieder sozusagen im März kommen. Welche Spiele wären das? Laut dem Bild der Action-Plattformer Cobalt, dann Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, Multiplayer-Action, die durchaus recht spaßig ist. Außerdem Star Wars Republic Commando und Metal Gear Rising Revengeance. Das waren die News für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!